Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13 Reloaded mit dem CFC oder auch Chemnitz FC, wie ihr wollt, ne? Wir befinden uns mitten in der Vorbereitung auf die Restrückrunde, denn ihr erinnert euch sicherlich dran, wir haben ja schon zwei Spiele der Rückrunde im alten Jahr noch bestritten. Jetzt haben wir Winterpause, haben ein Trainingslager im türkischen Belek aufgeschlagen, da wo viele Bundesligisten nicht mehr gastieren, haben zwei Testspiele bestritten gegen, ja, Kayserispor, Istanbul, kann das sein, dass sie es irgendwie sind, oder... Und Bursaspor, jeweils 1-1. Jetzt geht's gegen Fenerbahce Istanbul, müsste es sein. Und dann, ja, kommen wir noch wieder in die heimischen Gefilden im Winter, im tiefsten sächsischen Winter kommen wir dann wieder an, wo wir noch ein paar Testspiele bestreiten werden. Da sind noch ein paar schicke Spiele bei auf jeden Fall, bis es dann weitergeht mit der zweiten Liga gegen Paderborn zu Hause. Ansonsten, ja, müssen wir mal schauen, was wir noch so, ja, finanztechnisch machen könnten. Denn, ja, wir haben ja hier, wir müssen wenigstens... in Gehaltsbudget wieder auf Plus kommen, damit wir Verträge verlängern können und ein bisschen was holen können. Wenn wir Transfers da noch weiter ins Minus gehen, ist nicht so weiter schlimm, aber wie gesagt, da, ja, guck mal, sonst haben wir auch nicht mehr viel übrig. Da sind wir momentan richtig fett in den Miesen drin. Privat für minus 14.000, wie geht das denn? Also, da sieht es natürlich leider ein bisschen mau aus. So, bei Sandhausen wären wir heißer Kandidat und Duisburg für, oh ja. Mal so, um mal reinzugucken. Wir haben ein paar Angebote vorliegen, aber ach, was, warum sollen wir da? Wie lange läuft unser aktueller Vertrag noch? Ja, bis Saisonende. Ah, ja. Okay, da müssen wir sehen. Da werden wir bestimmt auch zeitnah verlängern, denn wir wollen jetzt hier beim CFC was aufbauen. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt geht es ja, wie gesagt, erstmal die Mannschaft einzustellen für die Restrückrunde. Das Einzige, was wir uns an Neuzugängen vielleicht noch holen könnten, wären Laien. Aber was soll man da groß holen an Spielleien momentan? Da fällt mir selber momentan nicht sehr viel ein. Da haben wir ein paar aus der zweiten Mannschaft hochgeholt. Wir wollten noch Tino Simmer verkaufen, glaube ich sogar, ne? Kann das sein? Wollen wir nicht abgehen, dass wir dadurch ein bisschen Gehalt, vor allem Gehalt einsparen, weil das, was der verdient, ist ja unglaublich. Von daher Transferschluss ändern. Ja, steht auf der Transferliste. So, dann gehen wir mal mit der Ablöseforderung ein bisschen runter, weil da will ich nicht so viel für ihn haben. Und dann schauen wir, ob wir von denen trennen können, weil dann haben wir da ein bisschen finanziellen Spielraum natürlich. Ah, toll, die dritte Liga will er natürlich nicht. Ah, und da gibt es natürlich keine Vereine. Heidenheim, mal gucken. Da haben natürlich kein Interesse, super. Aber dann müssen wir den ja wieder in die zweite Mannschaft verschieben und dieses hin und her. Und ach nee, ey, das kann doch nicht wahr sein. Gut. Georg Rittard haben wir einen Vertrag gegeben, das wissen wir. Steht ab sofort in der zweiten Mannschaft. Ansonsten haben wir Spielergespräche. Ja, komm, müssen wir ein paar Spielergespräche führen. Wäre, glaube ich, sehr sinnvoll hier mit Tom Scheffel zum Beispiel. Gut trainiert. Die wir jetzt hier aus der zweiten hochgeholt haben, die Jungs. Daniel Saar zum Beispiel ebenfalls gut trainiert, hat sich auch sehr verbessert in die Saison, aber das haben wir beim nächsten Mal vielleicht. Gronkier natürlich auch. Großes Lob an ihn. Die jungen Spieler muss man natürlich aufbauen. Kevin Konrad. Haben wir ihn auch in die erste Mannschaft wieder geholt, ja? Oh, muss ich meinen Kopf mal verbessern, sagen wir mal. Ja. So, die können wir nichts. Dafür Lidis können wir auch was sagen. Hat sich sehr verbessert. Doch, muss man. Ach, Mann. Hat sich sehr verbessert. Freut sich, genau. Sehr schön. Haben hier noch Kolja Pusch auf jeden Fall. Ebenfalls gut trainiert. So, gucken wir mal, warum da was stand mit. Kann ich einfach gehen? Ach so, weil er Angebot hatte, glaube ich, oder sowas, ne? In der Art war das ja. Da buhlen ja ein paar Clubs um unsere Top-Talente hier. Starten wir weiter rein. Ja, genau. Daniel Hofstetter soll verpflichtet werden von Hannover 96. Aber auch da werden wir nicht einwilligen. Er hat einen Marke von 700.000 und der wird mindestens zu erfüllen sein. Dann gehen wir mal sogar auf 800.000 hoch als Forderung. Aber ich denke mal, da wird Hannover sofort wieder abspringen von. Oh, genau. Gescheitert. So, Jungspieler entdeckt. Was haben wir hier? Stürmer 32. Meli Yilmaz. Zwei-Sterne-Talent. Ach nee, haben wir, glaube ich, nicht so nötig, dass wir uns den holen müssen. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Transfers. Ah, Verträge. Hier ist irgendeine andere Transferliste, die müssen wir natürlich abziehen hier. Vertrag können wir gerade gar nichts mitmachen. Ach ne, das ist erfahrene auch. Hoppla. Kolja Pusch, genau hier. Transferschuss ändern. Vorne Transferliste nehmen. Bisher Ablöse von 1 Million Euro, so ist es richtig. Was hat er für mehr, genau. So, dann natürlich Benny Förster. Transferschluss ändern. Zum Verkauf ist er natürlich nicht. Forderung 500.000. So.
Hofstädter hier. Natürlich, da muss natürlich auch noch was verändert werden. Auch da fordern wir mindestens 1 Million Euro, sonst brauchen die gar nicht erst anfragen bei uns. Und hier wenigstens den Marktwert. So. Dann haben wir die wichtigsten Spiele erstmal hier, dass da nicht ständig lausige Angebote reinkommen. Chemnitz und Hannover brechen Verhandlungen ab, ganz genau, denn den werden wir so schnell nicht gehen lassen, vor allem ja gerade verlängert hat. Das natürlich noch dazu. So, Nöte ohne Gnade, das haben wir ja schon mal gelesen. So, was haben wir denn hier? Dominik Janssen, vereinslos. Wisst ihr, mit Thomas verpflichtet, blablabla. Ach ja, den wollten wir erholen. Da haben wir momentan kein Gehaltsbudget mehr und deswegen müssen wir Verhandlungen wahrscheinlich abbrechen wieder, weil wir uns ja nichts holen dürfen. Ein bisschen Handgeld vielleicht noch drauf gehen hier. Ein paar tausend Euro. So. Jetzt mit 20.000 Euro Handgeld noch Angebot unterbreiten. Ja, das ist natürlich klar, deswegen müssen wir die Verhandlung abbrechen. Weil wir im Minus sind. So, Fenerbahce Istanbul. Jetzt geht's los. Mauersberger verletzt. Ach Gott, was hat der Junge sich denn zugezogen? Eine Fußverletzung. Bis zum 23.01. Da fällt eine Woche aus wohl. Oh, die Fanartikel. Mauersberger auch Fußverletzung. Könnte 12 Tage ausfallen. Naja gut, der gute Mauersberger. Hat sich auch in Wirklichkeit sehr gut entwickelt momentan bei Chemnitz. So, dafür Pfeffer rein. Mit ein bisschen Pfeffer gehen wir hier rein. So, da werden wir aber ein bisschen wieder die stärkste Elf aufbieten. Ja, Staffelidis für Gronkier auf jeden Fall. Schulze auch. Kirch. Ja gut, Oliver Kirch. Was hat der auf den 6. Position? 66. Hector macht sie da auch ganz gut momentan. So, deswegen. Wachsmut bleibt im Kader. Gronkier bleibt im Kader. Idee wird für Afane erstmal auflaufen. Push im Offensivmittelfeld. Sascha Pfeffer wird mal rechts spielen auf jeden Fall in diesem Spiel. Also das ist bis auf weiteres die beste Elf, denn dann lassen wir Afane mal draußen heute in diesem Testspiel und dann, ja, was haben wir noch? Hensel, Konrad, Saad, Semmer, ne, alles so Leute, die man nicht wirklich gebrauchen kann, sagen wir mal so. So, News Center, okay, nichts mehr da, deswegen gehen wir auf in das nächste Testspiel. Gehen wir nach Fenerbahce Istanbul, mal gucken, was dabei rauskommt, obwohl so stark sind die ja gar nicht, wenn man es mal so sieht. Also von daher geht raus und spielt auch nicht Fußball, das ist der Sinn eines Testspiels natürlich, wir sind viel besser in Form auf jeden Fall auch. Mal gucken, was dabei rauskommen kann. Das sieht auf jeden Fall schon recht gut aus. Und Anton Fink verschießt einen Elfmeter. Na, ganz klasse. Ist ja gar nicht seine gar nicht so seine Art, Elfmeter zu verschießen. Und 0:0 zur Pause. Immerhin. So, Stavridis mit einer 2. Der soll die Form halten. Deswegen wird er rausgehen. Für ihn kommt Gronk hier rein zur Pause. Dann werden wir Prokop bringen. Ja, für Sascha Pfeffer. Prokop geht ins offensive Mittelfeld wieder. Push rechts. Ja, für Idee. Für Förster wird, haben wir Afane nicht mitgenommen? Scheint ja nicht so, okay. Nee, gut, dann lassen wir das so. Im Sturm brauchen wir dann nichts wechseln. Ja, Oliver Kirch auf jeden Fall für Hector. Wachsmut für Julien, auch der soll die Form halten. Oh, und Tom Scheffel. Auch Tom Scheffel für Schulze und dann geht Kirch auf die rechte Position. Also wir wechseln hier wieder komplett durch. Außer der Tor bleibt stehen, Kevin Müller. Das genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Spielergespräche noch. Macht der Assistent dann in diesem Fall ja immer in den Testspielen. Und dann schauen wir mal, was hier noch so geht. Ach, Retard haben wir auch noch auf der Bank. Den lassen wir vielleicht auch noch ran. Werden wir auch. So, Push hat er schon gespielt. Durchweg. Prokop, nee, Prokop kann ja zur Pause rein, ne? Koya Push wird gehen. Hä, was ist denn mit Retard? Warum wird der denn hier auf der Bank nicht angezeigt? Warum wird der nur hier angezeigt und da nicht? Das ist ja komisch. So. Also gut, Retard rein. So, auf dem rechten Mittelfeld für Push. So, 0-1 Eda Luis, okay. Und das ist die Niederlage. Schade, wir verlieren knapp gegen Fenerbahce Istanbul mit 0:1. Oh man, Retard mit einer 4. Oliver Kirch mit einer 5. Nur, ey, der erfahrene Kirch. Nur mit Note 5. Das ist natürlich ärgerlich. Verdient auch eine Menge, ne? Bester Mann, Christopher Julien. Jawohl, der kommt auch wieder richtig gut rein. Macht Wachsmut auf jeden Fall wieder den Platz streitig da in der Innenverteidigung. Wachsmut seine Leistung der 3,0. Na, die Einwechselspieler ansonsten auch gar nicht so überragend. Schulze mit einer 2,5, okay. Gucken wir mal, Müller 2,3,0. Staffelidis 2,0. Hat er seine Form jetzt auch wieder verbessert? Jawohl, hat er auch. Sehr schön. Konstantinos Staffelidis. Gronk hier mit einer 3,5, auch in Ordnung. Der ist ja noch sehr entwicklungsfähig. Braucht auf jeden Fall Spielpraxis. Braucht auf jeden Fall Spielpraxis. Talent hat er. Das muss er noch komplett ausschöpfen. Und das wird er sicherlich noch. Statistiken, gucken wir mal rein.
Ah, 93 Chemnitzer waren diesmal dabei. Sind viele schon abgereist. Vorweg. Wo das letzte Testspiel kann man sich eigentlich immer noch angucken, ne? Roberto Firmino wechselt von Hoffenheim zu Dortmund mitten im Winter für 13,5 Millionen. Und Klaas-Jan Huntelaar verlängert seinen Vertrag bis 2017 bei Schalke. Gündogan bleibt bis 2018 bei Dortmund. Cristiano Ronaldo hat bis 18 verlängert bei Real Madrid. Oliver Baumann hat bis 19 verlängert bei Freiburg. Also hier ist ja was los. Ganz, ganz interessant. Was haben wir noch? Jordan Virtut wechselt vorne Monaco nach PSG. Und Duches wechselt von PSG zu Troyes AC. Also da in Frankreich geht auch ein bisschen was ab. Was haben wir? Trainerkarussell. Wolfsburg angeblich an Johannes Lund interessiert. Dieter Hecking steht kurz vor der Entlassung. Richard Krebs steht bei HSV. Zur Debatte Thorsten Fink. Kurz vor der Entlassung beim HSV. Also auch Thorsten Fink hier noch bei. So. Oh, ho, ho, ho. Ja. 400.000 würde ich gerne haben. Mal gucken. Aber ich will eigentlich gar nicht abgeben. Ich will die eigentlich gar nicht abgeben. Das ist es ja. Den guten Mausberger. Den will ich gar nicht abgeben. Ja, wohl gescheitert. Sehr schön. Ich hoffe, das nagt dann nicht zu sehr an der Moral der Spieler. So, 53 Spieler vor unserer Zukunft. Ja, will der Förster nicht endlich mal verlängern, sag mal? Wachsmut ebenfalls, Semmer. Ja, Wachsmut und Semmer sind ein bisschen, noch ein bisschen streitig. Gucken wir mal sonst nach, was wir hier so haben noch. Konrad auf jeden Fall auch. Pfeffer, haben wir sonst noch was Gutes hierbei? Mo Idrissou. Als erfahrenen Stürmer für die nächste Saison kann man sich den vielleicht doch mal gönnen, oder? Gucken wir mal. Laufangebot. Wechsel finanzielle Schmerzgrenze. Saisonende, dann wäre es ablösefrei natürlich, Angebot unterbreiten. Oh, dann können wir mal gucken, ob wir den vielleicht schon sichern können für die nächste Saison. Wenn der Kürzungsgehalt abgeschlossen ist, er kriegt dann gar keine Abstiegsklausel, kann er gehen. So, auf jeden Fall will er ein bisschen was verdienen, natürlich, der gute Idrissou. Machen wir mal 800.000. Was will er? Mindestens 2 Jahre Laufzeit. Ja gut, den Alter kann man das auch so hinnehmen. Hinzufügen. So, bei Abschied darf er ablösefrei gehen. Die bekommt er nicht. Gehaltskosten ist ausgeschlossen. Post am Karriereende würde ich den auch anbieten, denn mal gucken, was da so geht. Stammplatzgarantie. Ja, du bist Stammspieler, sagen wir mal. Ah, natürlich geht das nicht. Oh. Och Mann, ey, man kann nicht mal für die neue Saison schon planen, oder was? Das ist doch erstmal beschissen. Warum kann man denn nicht mal für die neue Saison schon was anfangen? Ach Mann, das ist doch echt gemein, ey. Das ist ja, typisch Fußballmanager. Machen wir mal schließen. Tut mir leid, müssen wir uns mal vielleicht später beschäftigen. So, Verhandlung. Trotz voriger Einigung mit dem Club und abgebrochen, aber der bleibt auf jeden Fall in Beobachtung. Chemnitz hat sich verzockt. Ne, haben wir eigentlich nicht. Der Vorstand hat sich quergestellt. Sagen wir mal, können wir so kann man es ausdrücken. Transferbudget noch nicht ausgeschöpft. Natürlich, war doch was. Was bringt mir das, wenn Transferbudget noch nicht ausgeschöpft ist? Ja, St. Pauli brauchen wir nicht anhören. So, ich würde mal sagen, dann verschiebe ich noch ein bisschen was an Kohle. So, auf jeden Fall Idrissou. Ah, das habe ich noch nicht, natürlich nicht weitergeguckt, ne? Idrissou. Ach du Scheiße, da gibt es natürlich so viele. Nochmal. Idrissou. Weiß mir nicht, wie der komplett ausgeschrieben wird. Ah, da. So, Mo Idrissou. Der bleibt natürlich jetzt im Blickfeld. So. Na, natürlich, das werden wir uns natürlich noch später umgucken nochmal. Aber erstmal. Versuchen wir nochmal hier was an Budgets zu verändern. Ja, geht natürlich nicht. Geht natürlich nicht. Mann. Hier im Gehalt ist eigentlich noch so viel drin. So viel eingeplant ist hier doch noch. Und trotzdem geht's nicht. Das verstehe ich echt nicht. Ach, Mann. So. Mausberger verheitert, Ablöse akzeptiert. Förster Trainings erreicht. Dann verlängert eigentlich mal, du. Form von Julian verbessert. Sehr schön. Und Samuel schließt in 2 Wochen. Schon hier ausgeschöpft. Ja, was bringt mir was Transferbudget, wenn ich keinen verpflichten darf wegen gehaltstechnisch? Das ist der letzte. Bah! Gratis-Abos. Ein Pay-TV-Sender stellt ihnen ihren Spieler ein Gratis-Abonnement zur Verfügung. Alle Spieler gewinnen einen Moralpunkt. Heutzutage kommt ja ständig Fußball. Muss sich jetzt Fußball selber natürlich lohnen. Ja, so. Kapuschewski noch angeschlagen. War auch wieder verletzt. So, dann geht's ins Testspiel gegen den FC St. Pauli. Gegen den Erstligisten. Oder scheidenden Erstligisten, wenn ich mal sagen soll. Wusste das nicht, was fehlt. Maritat ist hier denn. Also, weiß ich nicht, warum der hier nicht. Weil er jetzt natürlich bei der zweiten Vertragsstellung, glaube ich, irgendwie nicht registriert wurde, dass er halt übernommen wurde, ne? So, müssen wir mal gucken, wie wir da in die Mannschaft natürlich berufen. Ich würde mal sagen, Retard lassen wir erstmal da draußen. Und ist jetzt Retard drin? Hier, ja, ne, der ist natürlich nicht reingekommen hier. Der ist irgendwie verschollen, dann natürlich. Super. Ja, toll. So, dann.
Hector, rechtes Mittelfeld kann er auch spielen, aber defensiv ist er sogar momentan sogar stärker im defensiven Mittelfeld. Dann lassen wir ihn doch erstmal stehen. Oliver Kirch, rechtes Mittelfeld, wird er heute mal auflaufen, gucken wie er sich da macht. Ne, Afane wird das machen. Afane und dann geht er links hin und Idee rechts, na gut, da sind sie beide nicht so. Afane ist da nur ein Punkt schwächer, okay, machen wir das so. Mocken wir das so, natürlich. So, Gronk hier bleibt im Kader wieder, auf jeden Fall. Kirch bleibt auch erstmal draußen. Wir machen die beste, wir wollten ja die beste Elf spielen lassen. Gabuschewski, wie gesagt, noch angeschlagen, aber wollen wir nichts riskieren. Hensel, ja, auch so langsam raus aus der Mannschaft. Prokop bleibt da erstmal, okay. Genau so beginnen wir. Gegen den FC St. Pauli, die Mannschaft vom Badeschlappen. Liebe Grüße an dieser Stelle, auch wenn er bestimmt in die reinguckt, weil er zu viel zu tun hat, der gute Junge. So, Vorberechnung. So, gebt euer Bestes gegen Pauli. Alle lassen sich schon mal warm hier zu Hause. Mal gucken, wie viele Zuschauer wieder ergattert haben. So rum. Und wir halten ganz gut mit. Jonas Hector sieht die gelbe Karte. Okay. Oh, Hector mit der 6. Ja, gut, da wird auch rausgehen jetzt zur Pause. Kirch kommt. So, Wachsmut rein für Daniel Hofstetter. Dann nehmen wir wieder Gronk hier für Staffelidis. Also, der kriegt seine Spielpraxis schon. Das Riederer darf auch wieder rein für Müller. Heute mal. So, Pfeffer für Shindo Idee, der braucht eine Pause. Prokop kommt für Anton Fink oder Förster, nee, für Anton Fink rein. So, der Jude Prokop. Zentrales Mittelfeld dann erstmal da. Förster läuft allein vorne und Tom Scheffel kommt noch nicht rein. Nö, nö, Halbzeitansprache. So, lass uns genauso weitermachen. Spielergespräche, der Assi. So, Scheffel wird dann noch eingewechselt werden gleich. Für wen bloß ist die Frage? Schulze, ne? Schulze wurde dann nicht eingewechselt. Schulze hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Okay, Tom Scheffel wird kommen. Kirch rückt dann auf die Rechtsseiteposition wieder. So, passiert noch irgendwas? Fällt noch ein Tor? Nee, 0:0 an der Gellerstraße gegen den FC St. Pauli. Aber auf jeden Fall eine gute Vorstellung gegen den Erstligisten. Kann man nicht mehr so, kann man nicht meckern. Die MX Spieler auch mit einer recht. Ach ne, das sind ja die, die gespielt haben. Aber trotzdem eine gute Note alle. Das freut mich, das ist ja das Wichtigste. Wachsmut 9 oder 1,5. Wow. Hab wieder eine richtig gute Form jetzt. Warum auch immer er besorgte Moral hat. Weiß ich auch nicht. Riederer mit einer 2,5 auch als zweiter Torwart in der zweiten Halbzeit gut agiert. Sehr schön. Müller mit einer 2,0. Zur Pause raus. Was haben wir noch? Konstantin Staffelidis mit der Note 2,0. Auch gut. Also der entwickelt sich auch prima. Und Hofstetter mit der 1,5. Also das ist wirklich ein Baum da hinten drin, auch wenn er nur 1,84 ist. Und Julien mit der 2,5 über die 19 Minuten. Sehr schön. 1,95. Das ist wirklich ein Baum. Schulze 2,5. Hector. Ja, okay. Das war natürlich ein bisschen, ja, ein sehr dickes Formtief jetzt gefallen. Aber müssen, der muss weiter aufgebaut werden. So, Wachsmann haben wir auch gesehen. Kirch. Der hat sich Prokop gemacht. Wo ist er? Da eine 4,0. Naja, gut. War ja nicht so doll heute wieder mal. Hat sich aber auch schon mittlerweile ganz gut weiterentwickelt. Gut, dann schauen wir mal nach. Marc-André ter Stegen wechselt von Gladbach zu Leverkusen. Mitten im Winter für 23 Millionen. Ey, das ist ja echt ein Ding, ey. Tja. Ist sofort schon, ne? Ja, sofort gewechselt. Noch plus knapp 4 Millionen kommt noch dazu, wenn er 20 Spiele beschritten hat. Also das ist ja echt wow. Berbatov wechselt von Fulham zu Sunderland für knapp 5 Millionen. Noch im Alter von 32 Jahren. Mensch. So, ansonsten gibt es nichts Neues hier. Das ist ja echt ein Ding. Jetzt geht es gegen den VfL Massing. Da werden wir noch wieder ein paar Jungspieler einsetzen auf jeden Fall. So, Hofstetter. Oha, SV bietet sogar ganz schön eine Menge. So, neues Sponsorenangebot. Gucken wir gleich mal nach. Felix Jung hat es nur angeschlagen. Hofstetter Kaufangebot 58.000. Marktwert 700. 1 Million haben wir, glaube ich, verlangt. Wir verhandeln mit dem HSV. Neues Sponsorenangebot. Sponsoring. Oh, und Fatz.net. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ein Jahr. Ein Jahresvertrag. Okay. Gucken wir, ob wir die Summe noch erhöht kriegen. Ja, okay. Das unterschreiben wir. Unterschreiben wir jetzt mal einen Jahresvertrag. Also, ich denke mal, bis Saisonende sowieso bloß. Da haben wir jetzt mal alle Sponsoren ausgefüllt und kriegen vielleicht ein bisschen Kohle rein. Gucken wir, ob wir mittlerweile hier was verändern können. Nee. Können wir nicht. Was ist eigentlich mit Benny Förster, sag mal? Verträge. Die wechseln? Nee, das muss man. Ach, Kooperation noch nicht. Transfermarkt.